hören, den der Thomas vom Alpensextett Terenten geschrieben hat, dann werden Sie feststellen, dass auch ein ganz kleines bisschen gerade zeitgenössische Problematik, sagen wir mal Brent Spar und Mururoa, mitplätschert bei unserer Startnummer 4 und dem alten Mann in den Bergen. Hoch oben auf dem Berg, in einem kleinen Tal, da lebt ein alter Mann, der so viel erzählen kann. Er denkt, wie es damals war, als der Adler noch flog. Doch das ist lange her, er ist seit Jahren fort. Er glaubt an vergangenes Glück, denn er weiß, einmal, ja einmal, da kommt er zurück. Der alte Mann in den Bergen fühlt sich so allein, verloren und verlassen, möchte bei dir sein. Der Mensch, sagt er vor sich hin, zerstört vieles ohne Sinn. Muss man bis ans Ende gehen, um zu verstehen. Mit schwerem Herzen denkt er noch oft daran, wie es früher war, wo Mensch und Baum noch Brüder waren, und der Glaube an Gott so tief und so klar. Der alte Mann in den Bergen fühlt sich so allein, verloren und verlassen, möchte bei dir sein. Der Mensch, sagt er vor sich hin, zerstört vieles ohne Sinn. Muss man bis ans Ende gehen, um zu verstehen. Der alte Mann in den Bergen fühlt sich so allein, verloren und verlassen, möchte bei dir sein. Der Mensch, sagt er vor sich hin, zerstört vieles ohne Sinn, muss man bis ans Ende gehen.